First in 2010, then 2015, now 2017, and the country goes to the polls again in a surprise general election, one of the most important in decades. With the future of Britain at stake for generations to come, tonight, party leaders go head to head, fighting for your support. Welcome to the ITV Leaders Debate. Good evening, I'm Julie Etchingham. 2 years ago, seven party leaders debated here in this studio during the 2015 general election campaign. 7 million people watched that night. So much has changed since then. Just 2 years on, five of the seven... And I would look at the German system for this, because they have something called the dual vocational training system, whereby you attend a vocational school... to go to university. Thank you. But if that's not for them, I want them to have Tim other Farron opportunities wants to come in there. Too. Thank you. And choices are what this government is making. It is choosing to spend money on extra free schools and extra grammar schools when it could be spending it to undo some of the £3 billion worth of cuts that are falling on our schools in the next... You first and suggest you could tell us exactly how you might pay for your plans too. But it helps to ensure that as we invest in building social housing, we're not then losing it later on, and we help people into home ownership in other ways. There's no doubt house building is key to... Diese sieben Kandidaten hoffen auf ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der konservativen Partei Frankreichs. Reelle Chancen haben den Umfragen zufolge nur zwei. Ex-Regierungsbewerber gelten als chancenlos. Sarkozy war von zweit versucht hier ein Comeback mit gewohnt populistischen Themen. Unsere Herausforderungen sind so, ist Sarkozys schärfster Rivale. Alain ist sogar Favorit, liegt in den Umfragen vorne. Juppé setzt auf persönliche Töne. Wir sind verschieden, haben verschiedene Religionen, Hautfarben und Wurzeln. Wir müssen diese Unterschiedlichkeit akzeptieren, sie macht uns reicher. Es geht um Kandidaten gekürt wird, hat beste Chancen, die Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr auch zu gewinnen. Kandidaten gekürt wird, hat beste Chancen, die Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr auch zu gewinnen. Am erfolgreichsten punkteten laut einer Meinungsumfrage zwei ehemalige französische Ministerpräsidenten, Alain Juppé und François Fillon. Der frühere Staatschef Nicolas Sarkozy landete auf dem dritten Rang. Fillon lag in der Zuschauergunst mit 33 Prozentpunkten einen Zähler vor Juppé. Wählen Sie im Sinne Ihrer Überzeugungen, hatte Juppé noch mit deutlichem Vorsprung vor Sarkozy und Fillon gelegen, der Ausgang der massiver Wahlbeteiligung auf. Wenn am Sonntag bei der Vorwahl wie erwartet keine Woche später zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen. Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen live aus Berlin. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber Klaus Strunz. Na. Seine Gäste heute: Katja Tipping, die Parteichefin der Linken. Kann man ihr deuten? Christian Lindner, der Posterboy der FDP. Er selbst. Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90. Welcher der Kandidaten Ihnen am besten gefällt und welcher vielleicht nicht so gut ankommt. Und wann immer Sie das tun, erreichen Sie meine Kollegin. Das Debattometer und da können die zu. Endlich Abhilfe. Guten Abend, Herr Friese. Irgendwie ärgert einen das, dass wir ausgerechnet die Polizei sozusagen im Stich lassen. Auch den Paragraph zu. Die kriegen Sie nicht wieder. Lageangepasste Ausrüstung. Jetzt sind Sie vorbei. Christian Lindner, Sie präferieren, Sie bevorzugen den schlanken Staat. Was haben Sie zu bieten? Damit guten Realschüler kann ein guter Polizist werden. Katrin Göring-Eckardt, man hat manchmal den Eindruck, die Grünen können. Das ist ein völlig falscher Eindruck, weil wir sagen, natürlich, wir brauchen mehr Polizei in Bund und Ländern. Danke ich Ihnen und sage herzlichen Glückwunsch, Christian Lindner. Eine halbe Stimme haben Sie schon für den 24. September. Danke, Herr Danke. Herr Azouri, Sie haben das eben in dem Film so schön gesagt, dann muss man Ihnen auch die Hand reichen. Haben Sie ein Beispiel, ein konkretes dafür, wo Sie sagen, da ist mal wieder so eine Hürde, das könnte man wirklich leichter machen? Über 1 Million Flüchtlinge, wenn wir jetzt einfach die Augen zumachen, Schlag in die Hand gedrückt haben, hat sich ja die Sache noch nicht erledigt. Da fängt meine Arbeit an.
Meldung der arbeitssuchenden Flüchtlinge. Also das heißt, es handelt sich hierbei um einen Einzelfall, wo es gelingt. Ich finde das begrüßenswert. Und das ist auch der Grund, wenn Sie mich als Ökonomin ansprechen, warum wir qualifizierte Zuwanderung brauchen. Und qualifizierte Zuwanderung können wir nur erreichen durch ein vernünftiges Einwanderungsgesetz nach kanadischem und australischem Vorbild. Und dazu brauchen wir eine Differenzierung zwischen Einwanderung, Asyl und Flüchtlingsstatus. Und diese Differenzierung wird nicht gemacht. Die Flüchtlinge, die da jetzt auch gekommen sind, überhaupt schon in den Arbeitsmarkt integriert. Und die Zahlen wollen wir uns ansehen. Genau, ja. Also die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das kann funktionieren, haben wir eindrücklich gesehen in Nordhessen. Aber war das jetzt nur ein positives? Meistens sitzen sie dann in diesen Sprachschulen, dann sitzen 10, 15, 20 Leute in einer Klasse. Der eine hat Abitur und der eine hat gar kein Abitur oder hat noch nicht mal 2, 3 Jahre Schule besucht. Ja? Mhm. Da werden die Klassen einfach so zusammengewürfelt, jetzt lernt man Deutsch. Wie soll das funktionieren? Es kann nicht funktionieren. Es wird auf jeden Fall eine Kraftanstrengung. As it became apparent that the leader of the Scottish National Party, Nicola Sturgeon, was shaping up as Ed Miliband's kingmaker. If we work together, we can lock David Cameron out of Downing Street. I've got fundamental disagreements with you, Nicola. I'm not going to have a coalition with the SNP. Drugs that cost up to £25,000 per year per patient. And I think you ought to be ashamed of yourself. Well, I'm sorry, we've got to put our own people first. Am I tough enough? Tough enough? Hell yes, I'm tough enough. Ed, I believe it's what you said. To come in now. Amid the shoutdowns, we've been balancing the books on the backs of the poor. 79,000. No, we've actually done it in a balanced 79, way. The books aren't people. Balanced. We've got thank a 90 70, billion deficit. 79, I mean, what's going on here? You. Can we get thank real, you. Please? The slip-ups and the sit-downs. The leaders have made their key points abundantly clear. Die Favoriten der Wahl nutzten ihren Auftritt, um Position in der Terrorfrage zu beziehen. So sagte der parteilose proeuropäische Macron. Le premier devoir, la première mission. Dagegen verwehrt sich die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Wir dürfen uns nicht an den islamistischen Terror gewöhnen. Bonsoir à tous, bonsoir Laurence. Bonsoir Ruth. Nous vous proposons ce soir un débat inédit, un débat sans doute historique, qui rassemble pour la première fois la totalité des candidats. Et c'est évidemment en direct sur BFM TV, CNews, RMC et Dailymotion. Pendant 3 heures environ, nous vous proposerons de débattre des préoccupations majeures des Français. Alors nous sommes ici pour aider les Français à choisir leur président ou leur président. Vos méthodes. C'est pour ça que nous avons nommé tous nos chapitres comment créer des emplois, comment protéger. C'est un débat où régnera la courtoisie républicaine. Effectivement, c'est ce que nous espérons, que nous allons mener avec vous, mesdames et messieurs, une discussion où régnera cette courtoisie. Dans notre civilisation, en politique comme dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Et Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, bonsoir. Notre pays aujourd'hui, il est bloqué par un système avec de nouveaux usages parce que j'ai confiance dans notre pays, parce que je crois que nous pouvons toutes et tous. Marine Le Pen, comment vous présentez-vous ? Heureux de la libération, le crédit productif public qui ont fait que nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont relevé la France. Jean Lassalle. Je pense qu'il faut se battre en fonction de cela. C'est un pari sur l'avenir. Il faut le prendre et je le fais. Jean Lassalle, les chômeurs qui sont des travailleurs condamnés à l'inactivité. Je pense aussi aux travailleurs indépendants, aux artisans, aux commerçants qui sont eux aussi étranglés que ceux de la minorité capitaliste qui prospère en attaquant nos emplois vitaux, élémentaires. Avoir un emploi, un salaire correct, un minimum de 1 800 €, aussi pouvoir se faire soigner. Je veux éradiquer la misère parce qu'on ne peut pas faire du neuf. Enfin, je vous invite à agir. Et tout ceci nous mène à la destruction de nos acquis sociaux négociés par les parents, les grands-parents. Mais qui aussi détruit l'environnement. Donc exprimer cette colère-là d'en bas contre des ultra-riches, en plus des richesses indécentes, hein, on le voit, on aura l'occasion d'en parler ce soir certainement, contre ces politiciens aussi corrompus, il y en a qui se reconnaîtront ici autour de la salle ou autour des pupitres. Ras-le-bol aussi de ces politiques réactionnaires, de ce racisme, de cette xénophobie, une ambiance qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre les immigrés, contre ceux qui essaient de survivre dans